Hier steht alles im Zeichen des griechischen Nationalgetränks Ouzo. Der Schnaps hat seinen Ursprung auf der griechischen Insel Lesbos. Denn seine Hauptzutat wächst hier besonders gut, der Anis. Grund dafür ist der mineralienreiche vulkanische Boden, der ideale Wachstumsbedingungen bietet und dem Anis seinen besonderen Geschmack verleiht. Am besten schmeckt Ouzo mit einem Schuss Wasser und einem Eiswürfel. Und natürlich mit Meze, den griechischen Vorspeisen. Eben ein Schnaps für alle Sinne. Das Beste am Ouzo ist sein Geruch. Der Geruch von Anis, der einen einfach verrückt macht. Und natürlich wird auf Lesbos auch mit Ouzo gekocht. Vor allem zu Fisch und Meerestieren passt er gut. Am Hafen von Plomari, dem Geburtsort des Ouzo, kauft Lina Chiotti fast jeden Tag ein. Die Speisekarte in ihrer Taverne variiert. Je nachdem, was den Fischern ins Netz geht. Heute gibt es bei ihr gefüllten Tintenfisch. Die Beilagen, die am besten zu Ouzo passen, sind Fisch oder andere Meerestiere. Getrockneter oder auch geräucherter Fisch schmecken eher salzig. Und der süßliche Ouzo bildet dazu einen guten Gegensatz. Deshalb schmeckt diese Kombination ausgezeichnet. Ihre Taverne Archivada liegt in Plomari im Süden der Insel. Eine Kleinstadt mit rund 3000 Einwohnern. Typisch für die Tavernen, die Oktopusse, die in der Sonne trocknen. Für den gefüllten Tintenfisch braucht Lina Chiotti folgende Zutaten. Tintenfischtuben, Ouzo und Olivenöl, zerstückelte Tomaten, rote Zwiebeln, Sternanis, Pinienkerne und Petersilie, kleingeschnittenen Tintenfisch, Reis sowie Salz und Pfeffer zum Würzen. Für die Füllung brät sie zunächst die Zwiebeln in Olivenöl an, dann mischt sie einen guten Schuss Ouzo unter. Danach kommen der Reis, die Tomaten und die Petersilie dazu. Salz und Pfeffer nicht vergessen. Zum Schluss Sternanis für den Geschmack und Wasser. Die Masse sollte rund eine Stunde garen. Wenn man mit Ouzo kocht, dann verdunstet der Alkohol, doch die Aromen bleiben erhalten. Das ist gut für den Geschmack. Deshalb verwenden wir Ouzo auch zum Kochen. Ein paar Löffel Füllung pro Tintenfischtube reichen. Am besten danach die Enden mit einem Zahnstocher schließen, damit die Masse nicht austreten kann. Zum Schluss den Rest der Tomatenstücke und reichlich Olivenöl hinzufügen, etwa 15 Minuten garen lassen. Ouzo ist aus der griechischen Küche nicht mehr wegzudenken. Wir trinken Ouzo, wir kochen mit Ouzo und das wird sich auch nicht so schnell ändern. Der Ouzo wird bleiben, weil wir ihn mögen und er uns schmeckt. Ouzo ist das griechische Nationalgetränk. Der Name ist geschützt. Nur mehrfach destillierte Branntweine aus Griechenland und Zypern dürfen die Bezeichnung tragen. Der Alkoholgehalt liegt meist zwischen 40% und 46%. Ouzo passt zu jedem Essen. Doch eine Regel gilt immer. Man darf Ouzo nicht alleine trinken. Dazu gehören immer Meze. Das sind kleine Beilagen und eine gute Begleitung. Hier in Plomari sagt man, eine gute Beilage ist die beste Begleitung. Prost! Oder wie man auf Griechisch sagt, Yamas!